Hey Freunde, ich geht mir weiter. Und noch hinten ist Loki, mit dem können wir direkt mal sprechen. Loki. Den vertraue ich nicht so ganz hier. Das erste Gespräch war ja ein bisschen. Ah, hätte auch ein bisschen Neid auf dem. Ich glaube eher, dass er der Thron haben möchte. Danach können wir auch Nebenquests machen, aber wir machen erstmal noch eine Hauptquest, würde ich sagen. Du hast die Quelle betreten, nicht wahr? Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ich habe ein Gefäß mit heiligem Wasser, ja. Bereitet der Baumeister seine Vorführung vor? Wie sah die Quelle aus? Friedlich? Ruhig? Still? Worauf willst du hinaus, Loki? Was meinst du? Ich bin nur neugierig. Die Quelle ist ein wundersamer Ort, den ich gern selbst einmal sehen würde. Er war noch nie da. Ein Wolfsjunges war bei uns, das unerlaubt heiligen Boden betreten hatte. Tyr kümmerte sich darum. Er kümmerte sich? Ist er tot? Der Tod wäre eine Gnade. Der Wolf lebt. Ist der Baumeister bereit? Wir könnten ihn antworten. Aber ich vertraue dem kein Stück irgendwie. Ich habe echt ein gutes Gefühl bei dem. Ich habe dich etwas gefragt, Loki. Ist der Baumeister bereit oder nicht? Der Wolf, Wütender. Was hast du mit dem Wolf getan? Das Biest ist am Leben. Stell meine Geduld weiter auf die Probe und ich mache mir eine Mütze aus ihm. Nicht nötig, Harvey. Nicht nötig. Ich sorge mich nur um die Reinheit der Quelle. Das ist alles. Wirklich. Mhm. Und nun sage mir, wo ist der Baumeister? Unweit von hier auf einer Wiese. Dein Rabe findet den Weg. Ich vertraue dem kein Stück. Wir haben die Quest abgeschlossen jetzt. Also können wir jetzt die Quest machen. Ja, aber ein, zwei können wir ja machen. Außerdem werde ich die Wege eh so mal rausschneiden. Abwehrmaßnahmen heißt die nächste Quest. Da schlendert der durch das Wasser. Die ist direkt am anderen Ufer, aber ich würde sagen, wir nehmen die Insel aus und hier die. Und dann, ja, und hier. Obwohl, das kann ich. Also diese goldenen Dinger mache ich offline. Aber die zwei blauen Punkte, die kann ich euch zeigen. Das sind Nebenquests. Das wird, denke ich mal, gut. Also, bis gleich. So, wir sind direkt da. Oh, im Eisgebiet. Oh, okay. Ist das eine Kuh? Was ist das für eine Kuh? Autumbla, wer hat dich hier eingesperrt? Du solltest frei sein. Was? Müssen wir das die Kuh befreien? Warte mal. Nur ein Gott könnte dieses uralte Wesen gegen ihren Willen festhalten. War es der Trickreiche? Eine andere Gefahr? Oder sehe ich böse Vorzeichen, wo keine sind? Lol. Was ist das jetzt? Müssen wir die führen? Gehst du dahin? Hey, warte, das ist zu schade. Kommst du? Kommt die? Oder wie die da? Nö. Hey. Wo müssen wir? Oh, hier sind auch noch ein paar Punkte. Das trifft sich ja direkt gut. Wohin? Ach, die will einfach nur hier die Aussicht genießen, oder was? Hallo? Kuh? Was ist mit dir? Wohin gehst du? Die Dicke klöten, ey. Achso, das war's. Es war schlicht Durst, der dieses Urwesen trieb. Selbst die Götter unterliegen einfachen Bedürfnissen.
Stille deinen Durst, Menschenschöpferin. Mögest du viele neue Wunder für uns erschaffen. Die werden sofort angreifen. Du bist König. Du bist erledigt! Die herrschende Menschensprache. Sühnen, leite mich. Sühnen nicht. Ja, da links kannst du ran. Hallo. Der Vogel passt auch echt gut. Zum Gebiet hier. Fährst du? Ach, nö. Schieß diese miese Spinne da runter! Was ist das denn für ein Spinne? So ein anderes Ding. Ey! Komm, es hackt. Alter. Oh. Die lösen sich auf. Wie geil. Aus Blättern. Wisst ihr, warum da so viele Jünger rennen sind? So, noch einer. Hey. Voll geil. Jetzt. Ich lösche die beiden da oben aus. Vielleicht müssen wir irgendwann mal auch hier vorbei. Da müssen wir neu rein in die Stube. Hey, komm her!
das gar nicht. So. Nice. Ich habe da gerade mal diese Wand da gesehen. Geht das? Jawohl. Jawohl. Oh. Oh, 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 jetzt runter. Wer ist? Wo ist denn dahinter? Nice. Nicht mehr raus. Was zum Geier? Oh. Hier. Hab ich gesehen, Spalt. Hier geht's. Mann, ich sehe manches nicht. Bin zu blind. Aber. Oh. Frieden zerstören, heil sehen. Ja, wo geht's denn hier weiter? Okay, gar nicht gesehen. Aber das beantwortet die Frage, wie ich bei dem anderen hinkomme. Aha, oder kann man hier überwerfen kann man nicht. Oh, das geht. Alles klar. Cool. Nice. So. Ah, und hier kommen wir wieder raus. Oder gar nicht. Ja, doch. Oh. Ja. So. Jetzt aber. Haben wir hier noch was? Da. 40 Meter höher. Sag mal, was ist mit dir? Manchmal, da ist ein Vorsprung. Willst du dich verarschen? Ugh.
So, jetzt hat das. Jetzt hat das gescheckt. Was machst du? Setz hoch. Aha. Noch weiter höher. Ist mir klar, Mann. Ich weiß das doch. Sag mal, warum? Aha. Das Eis verhindert das dadurch. So, hier rüber. Ah, jetzt haben wir's. So, dann sehen wir uns gleich nochmal zur nächsten Nebenquest. Bis gleich. So, wir sind direkt. Deine Flüche treffen mich nicht. Hier. Deine Waffen verletzen mich nicht. Krieger, leg deiner Kampfeslust Zügel an und reite sie. Lass dich nicht von ihr reiten. Ich kenne dein Gesicht nicht. Doch, ich... Ja, denk nach. Was ist das Letzte, an das du dich erinnerst? Der Feuernebel füllte meine Kehle. Ich watete durch ein Meer aus Blut und Fleisch. Ein Speer durchbohrte mein Herz. Und dann holte dich eine Walküria unter jenen hervor, die für Hel bestimmt sind, und brachte dich hierher, ins ruhmreiche Asgard. Asgard? Dieser Ort ist wahrlich wie kein anderer. Der ist nur da gekommen. Das ist kein Traum? Muss ich gegen dich kämpfen? Wir werden gemeinsam kämpfen und Teil des größten Heeres sein, das je zusammenkam. Doch zuerst iss und trink mit den Göttern. Nimm den Platz in der Halle der Gefallenen ein, den du dir durch deinen Mut verdient hast. Tor! Sturmbringer! Ich biete dir meine Klinge! Odin! Rabennäher! Ich gebe dir mein Leben! Lol. Das war jetzt die Quest. Das war's. Okay. Ich meine, okay. Warum nicht? Wer ist das denn da unten? Wir müssen übrigens auch irgendwie hoch runter. Nee. Das war doch gerade rot. Ja, hier ist genau das Ding. Überblicke das Land, Freundin. Da müssen wir abtauchen. Alter, was ist? Da. Genau gegenüber ist ein Eingang. Ich guck mal. Hier irgendwo. Ah ja. So. Ich wollte schon gerade Pfeil abschießen. So. Wie ist das? Vermerkte Bewohner. Ich will erstmal wissen, wer das da ist. Okay. Einer von denen. Ich meine, jetzt sah ich ja schon, dass das der ist. Ne?
Die haben solche Technologie. Okay, und hier. Ah, okay, war das eine Finte oder was? Okay. So. Ah, nee, Quatsch, wir müssen ja hier raus. Beziehungsweise. Teleportieren. Oder? Nee. Naja, ich glaube, wir sehen uns dann hier. Oder. Hier sind auch ein paar Nebenquests. Ja, wie, je nachdem. Bis gleich. Jo, Leute, hier bin ich. Wir müssen hier ein Fass haben. Finde aber keins. Auch nicht in der Umgebung. Ich war gerade mit. Wer ist er? Senu? Nee. Weil. Dort unten. Ist die fucking Truhe. Der Jimmer-Trainer. Aber ich komme ja nicht da rein. Da ist ein fetter Haufen Steine vor. Wer auch immer das mal macht. Ja, schmeiß die Hauptquest, die hier 100 Meter weiter weg ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich an so ein Ding reinkomme. Ich habe die ganze Umgebung innerhalb eines Kilometers untersucht. Nix. Baumeister! Du kommst gerade recht. Ist alles nur Feuer. Keine Fassbombe oder wie nennt man die? So. Wir haben den idealen Ort gefunden. Hast du das Wasser? Wie versprochen. Wunderbar. Vermengt mit meiner Farbe wird es die Schutzrunen, die ich hier anbringe, mit Magie erfüllen. Keine Rune schützt dich vor meinem Zorn, wenn du ein böses Spiel mit uns treibst. Die perfekte Mischung. Warte, was tust du da? Oh oh. Ich binde meinen Geist mit Hugamagie an diese Verzauberungen. Dadurch werden sie stärker. Hugamagie? Hast du die bei den Jötner gelernt? Ja, sie benutzen auch Hugamagie. Doch dies ist meine eigene Technik. Und nun ist es fast vollbracht. Könntest du mir helfen und mir ein paar Töpfe Farbe bringen? So viele du kannst. Was? Farbtöpfe? Also. Okay. Wo sind die denn? Ach, hier. Oder? Das sind Farbtöpfe, oder? Sei vorsichtig, der Topf ist zerbrechlich. Kann der das nicht selber? Denk daran, nur hinstellen, nicht zerbrechen. Was, wenn ich eine kaputt mache? Pass bitte auf, die Farbe können wir ersetzen, aber die Vorbereitungszeit wäre verloren. Seid bitte vorsichtig, die sind zerbrechlich. Na toll. Du hast alle meine Töpfe zerschlagen. Nimm dir lieber eine Auszeit und klettere auf diesen Felsen. Nein, ich bring dir welche. Ich bring dir trotzdem welche. Auch wenn ich das. Warum brennt die Farbe? Was ist das für eine komische Farbe hier? Tu so, als ob ich nichts. Als ob nichts passiert ist. Hier. Weiß ja nicht, wie viel Farbe du brauchst, aber. Hier. Hier. Ich brauche noch zwei. Okay, noch zwei Stück. hier, bitteschön. Das. Ah, ich gebe dir noch alle. Wieder mich hier wegschicken, weil ich das nicht kann. Also sowas. Ich meine, das ist vernünftig. Siehst du doch. Sind da genug Tröpfe da? Verstehst du? Tröpfe. Kann ich das wissen, dass die brennen? Keine Ahnung.
Wollte nur testen, ob das, was er sagt, wenn ich das kaputt mache, weil der ganze Zeit immer darauf angesprungen ist. So. Das sind noch mehr Töpfe, denke ich mal. Wie viele Töpfe hast du denn hier? Diese Trompetenmusik, ne? Noch zwei. Ja, ich bin betrieben. So. Kann ich nicht irgendwie was abschießen? Wenigstens eine, komm. Hier. Dann reicht das? Das wird es. Warte, warte. Und da ist er. Ist er nicht wunderschön? Deine Runen haben diesen Schild geschaffen? Allerdings. Bossfight. Und wenn alles gut geht, wird er deine Verbündeten schützen und deine Feinde rösten. Zeig es mir. Mit Vergnügen. Locke einige Eindringlinge aus dem Wald und in den Schild hinein. Natürlich lebendig. Sie müssen leben. Und mir tut er nichts, wenn ich hindurchschreite? Ich gebe dir mein Wort, Harvey. Öffne Karte. Und dann? Und dann? Keine Ahnung. Ja, mal, wo sind denn die Gegner, Mensch? Da. Hierher, ihr stinkendes Pack! Ihr Schleichter! Bin ich so furchterregend, dass ihr euch wie Mäuse auf dem Acker verkriecht? Wir sind jetzt voll mit Farbe. Ja, es klappt. Sieh mal an, wie die Motten im Licht. Kommt, ihr vaterlosen Hunde. Ich bin einer und ihr seid viele. Was habt ihr zu verlieren? Diese Narren, sie laufen in ihr Verderben. Was ist jetzt los? Dein Schild versagt, Baumeister. Sie kommen durch. Ich verschlüre mein Leben. Sie sollten tot sein! Halte sie auf, während ich ihn erneuere! Ah, doch noch erwischt. Was nun, Baumeister? Dein Schild hat versagt! Nein, ganz und gar nicht. Ich muss ihn nur ein wenig anpassen. Ja. Baumeister, dein Schild lockt ein Heer herbei, doch er ist so schwach wie dein Wort. Das ist nicht, was du versprochen hast. Wenn ich dich bloß Loki überlassen hätte. Alter, das ist ja voll der Krieg hier. Ich glaube, Schlachtfeld von ihm, nur ohne meine Leute. Ich mache alle so
Leben zwar nicht so glatt wie erhofft, doch der Weg zum Ziel spielt keine Rolle, solange das Ende Früchte trägt. Saure Früchte. Nicht so süß, wie du versprochen hast. Sprich mit dem Baumeister. Er hält. Der Schild hat Wunder gewirkt. Mehr schlecht als recht. Beeindruckend, aber unbeständig. Sei unbesorgt. Das Problem ist behoben. Ich habe die richtige Lösung zusammengemischt. Mit genügend Materialien und dem richtigen... Das ist so eine Quest, die man immer hat, oder? ...einen so hohen Turm zu bauen, dass er ganz Asgard beschützt. Das Material finden wir, kein Problem. Doch welchen Anreiz hast du im Sinn? Nur eine Kleinigkeit, nichts Besonderes. Ich wünsche mir nur Freya als Gemahlin und Königin. Das ist zu viel. Warum Freya? Eine gute Frage. Warum die Königin Asgards? Ist es dein Ziel, an ihrer Seite zu herrschen? Nichts derart Kühnes. Ich möchte mich einfach nur in ihrer Schönheit sonnen. Sie kann über dieses Reich herrschen, wie es ihr beliebt. Es steht mir nicht zu, Freya wie einen Heuballen zu verhökern. Ich werde sie nach ihrer Meinung fragen. Tu, was du tun musst. Doch mein Preis steht fest. Ohne Freya keinen Schild. Ich begehre sonst nichts. Und du hast hier keine anderen Freunde. Also gib schön Acht. Wusste fällt. Ich weiß. Muss ich, ne? Meine schubst, Alter, weil du den Typ nicht vertraue. Nein, das ist aber nichts, ne? Ja. Hilft das uns jetzt immer? Soll es jetzt uns jetzt mal helfen oder so? Keine Ahnung. Ja, wir könnten die zwei Nebenquests machen. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir gerade. So, wir haben ja gerade mal 15. Ja, können wir machen. Das da müssen wir offen lassen. Keine Ahnung, wie ich da rankomme. Ich gehe mal zu der und dann zu der. Ich habe irgendwie gedacht, ich schließe die Hinse ab, aber Alter, was mit dem? Das ist ekelhaft. Hören!